Hat Gott das Böse erschaffen, als er Satan den Teufel erschuf? Nein, der Satan wurde nicht als böses Wesen erschaffen, sondern als ein wunderschöner Erzengel, der den Willen Gottes tat. Doch so wie Menschen einen freien Willen haben und sich gegen Gott stellen können, so rebellierte auch Luzifer einst gegen Gott, was er bis heute tut. In Hesekiel 28, ab Vers 13 heißt es über den Fall Luzifers: In Eden, im Garten Gottes warst du, mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt. Du warst ein gesalbter Schützen der Cherub, ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes, du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Dein Herz hat sich erhoben wegen deiner Schönheit, du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. Auch wenn Satan sich gerne über Gott stellen möchte, so ist Satan im Gegensatz zu Gott nur ein geschaffenes Wesen und kein Schöpfergott. Über das persönliche Ziel von Satan heißt es außerdem in Jesaja 14, ab Vers 12: Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen: Ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Satan wollte ganz nach oben und sich Gott gleich machen, doch am Ende der Tage wird er ganz unten landen, nämlich im Feuersee, wo auch der Antichrist landen wird. Denn in Sprüche 16, Vers 18 steht geschrieben: Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Auch Jesus sagt in Lukas 14, Vers 11: Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Amen.